Anlass ist in erster Linie mal alles, was wo es hilft, dass eine emotionale Komponente dazu kommt, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Thema aus emotionaler, kreativer Sicht betrachten. In der Regel liegt ja jeder Teambildungsmaßnahme ein bestimmtes Thema zugrunde. Und genau über dieses Thema machen sich die Teilnehmer Gedanken im Team-Hit-Workshop. Was ist die zentrale Message von dem Thema? Was macht die ganze Sache aus? Und das Besondere ist, wie können wir diese Inhalte und diese Message musikalisch transportieren? Und wir gehen völlig neutral in den Workshop rein. Und wenn die Teilnehmer jetzt noch keine konkrete Vorstellung von dem haben, was sie an dem Tag machen wollen oder machen werden, dann erarbeiten wir uns das alle gemeinsam. Und das Interessante oder dieses Ergebnis ist deshalb so authentisch und deshalb so interessant, weil es völlig spontan entsteht. Ganz wichtig ist, dass in diesem Prozess, in diesem Entstehungsprozess, jeder seinen Platz findet. Also egal, ob er jetzt eine Textzeile beiträgt, ob er die entscheidende Idee zum Musikstil hat oder an welcher Stelle irgendwie eine Solo-Gitarre da auftaucht. Der größte Hemmschuh ist eigentlich immer die Angst, vors Mikrofon zu treten. Es macht jeder nur das, was er gern selber machen möchte. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen einen Energieversorger, einen großen Energieversorger, die hatten 10-jähriges Jubiläum und waren bei uns im Workshop und haben den Firmensong kreiert, getextet, komponiert, aufgenommen. Und die Firmenleitung, der Vorstand, war so begeistert von dem Thema, die wollten es für die externe Kommunikation eigentlich überhaupt nicht verwenden. Und der ist jetzt auf allen Warteschleifen zu hören. Und das ist deren offizieller Firmensong jetzt. Und das sind Ergebnisse, die können passieren. Und es gibt natürlich Firmen, die versuchen so ganz gezielt mal ihre Firmenhymne zu machen, weil authentischer geht es ja nicht. Also die Mitarbeiter, der Spirit der Mitarbeiter ist zu 100% authentisch.